Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario Super Mario King. Wir haben in der letzten Folge die MS Peach gerettet. Hier sieht zwar noch ein bisschen verwüstet aus, aber an sich ist die gerettet. Ihr seht hier den netten Kapitän, der mir leider den Schatz nicht gibt, der hier drin ist. Aber irgendwann kriege ich den schon noch. Und ja, wir haben irgendwas mitgenommen. Wir wissen nicht genau, was der Bobby sich da geholt hat. Aber der hatte eine rote Kiste. Und in dieser Kiste soll irgendwas drin sein, mit dem wir Olivia vor diesen komischen Stein, der auf sie gefallen ist, retten können. Ich bin sehr gespannt, was er da jetzt mitgenommen hat. Weil eigentlich hätte er sich ja einfach selber in die Luft sprengen können. Und wir könnten jetzt einfach noch auf dem Ozean ein bisschen umdüsen, sehe ich gerade. Aber ob es hier überhaupt irgendwas gibt, ist die andere Frage. Oh, hallo, wer sind Sie denn? In diesem Meer gibt es eine Insel, dort kannst du gegen Riesen kämpfen. Lust auf einen Kampf, fahr nach unten zum Riff, dann nach links. Verstanden, ganz einfach. Nach unten zum Riff und dann links. Ja, ich hab's nicht so mit Himmelsrichtungen. Unten links? Gegen Riesen kann man da kämpfen? Wollen wir gegen Riesen kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Aber unten links klingt ja erstmal ganz geil. Da! Oh, ist das die Insel, von der er gesprochen hat? Ist das die Insel der Riesen? Das ist ja wirklich so ein bisschen wie bei Zelda, ne? Okay, was geht hier ab? Ah, dort ist eine Insel. Ja, ach, deswegen bin ich hierher gefahren, aber danke, kleiner Tod. Das Onkel M. Oliver braucht uns. Nein, ich will hier auf die Insel. Lass mich bitte auf diese Insel. Gut, dann nicht. Dann also, ab zu Olivia. Onkel M., danke, dass du mir geglaubt hast und doppelt danke dafür, dass du mich zum weiten Ozean begleitet hast. Es tut mir leid, dass ich so ein Geheimnis drum gemacht habe, was auf dem Schiff passiert ist und was in der Kiste war. Aber jetzt erzähle ich dir alles. Es ist schon etwas her. Die Jungs und ich waren mit der MS Peach unterwegs, meine Freunde. Wir hatten alle für die VIP-Kabine zusammengelegt. Gut, ein paar mussten auf dem Boden schlafen. Aber das weite Meer, der salzige Wind, es war einfach großartig. Doch dann hat dieser monströse Blooper das Schiff angegriffen. Wir haben alles getan, um die Peach zu beschützen, aber er war zu stark. Und dann ist es passiert. Guck mal, da sind ganz viele Bob-Oms. Und die explodieren alle. Ich habe meine Lunte verloren. Sie wurde von Bord gefegt. Und ich mit ihr, mitten im weiten Ozean. Hat Bobby keine Lunte? Das ist mir noch nie aufgefallen. Lol, Tatsache. Oh, das wusste ich nicht. Ist etwa die Lunte in der Kiste drin gewesen? Naja, ich weiß nicht wie, aber ich wurde in Toadtown angespült. Ohne Lunte, ohne Erinnerung. Ist die Lunte sowas wie deren Brain? Also bin ich losgezogen, alleine und verloren, um meine Erinnerung wiederzufinden. Schlimmes Schicksal hast du da ereilt, Bobby. So habe ich Olivia und dich getroffen. Und dann war das Feuerwerk im Shogunland. Das hat mir meine Erinnerung zurückgebracht. Der Kampf mit dem Blooper, meine Lunte, meine Freunde. Bumm, alles wieder da. Ich bin so froh, dass ich meine Erinnerung wieder habe. Ich weiß wieder alles. Auch einen Weg, Olivia zu retten. Weißt du, ich hatte viele Freunde, aber meinen besten Freund habe ich schon vor langer Zeit bei einem Unfall verloren. Sein Name war, naja, ebenfalls Bob-Omb. Olivia wäre durchgedreht. Ich hatte seine Lunte immer als Erinnerung bei mir, zumindest bis ich das Gedächtnis verloren habe. Also war diese ganze Zeit da, wo ich sie zurückgelassen hatte, in der VIP-Kabine auf dem Schiff. Oh nee, er will sich doch in die Luft sprengen. Bobby, nein! Du kannst doch nicht deine Erinnerung wiederholen und dich jetzt einfach in die Luft sprengen. Bist du dann nicht tot oder so? Onkel M. Wenn ich auf diese Weise unsere Freundin retten kann, bin ich zu dem Bob-Omb geworden, der ich immer sein wollte. Jeder Bob-Omb hofft auf eine Chance, etwas zu verändern, es knallen zu lassen. Onkel M, ich... Es war schön, mit dir und Olivia unterwegs zu sein. Einfach bombig. Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Danke für die Lunte, alter Freund. Und danke, Mario. Danke für alles. Nein, Bobby! Das kannst du doch nicht machen! Nicht für Olivia! Die ist doch sowieso nicht tot! Wir finden eine andere Lösung! Oh mein Gott. Was? Was? Nintendo, was? Hoffentlich lebt Olivia wenigstens. Ja, das sieht gut aus, aber... Was? Hä? Aber Bobby ist nicht tot, oder? Also er hat sich jetzt heroisch in die Luft gesprengt. Wie so ein Selbstmordattentäter. Für Olivia.
Und er hat jetzt auch richtig die große Rede geschwungen. Aber der lebt ja wohl noch, oder? Der ist einfach nur woanders hingeflogen. Das kennen wir doch von Bobby. Der wird hier gleich irgendwo rumsitzen und dann ist alles cool. Als ob er sich selbst umgebracht hat. Nee, das wäre ja richtig dumm. Vor allem für Olivia würde ich das ja niemals machen. Ach, Bobby. That's sad. Der ist aber nicht tot. Da glaube ich nicht dran. Ich meine, es ist ein Nintendo-Spiel. Da stirbt doch keiner einfach so. Vor allem kein Kompagnon. Was wäre das denn? Was ist passiert? Hast du mich gerettet, Mario? Ach, ich danke dir. Plattgedrückt zu werden ist wirklich schmerzhaft. Aber jetzt geht mir schon wieder richtig gut. Oh, wow, der ganze Felsen ist weg. Zu Schnipseln zerpulvert. Wie ist das denn passiert? Hast du so eine Art Dynamithammer aufgetrieben? Einfach so, bäm, oder wie? Moment, was? Aber Mario guckt auch schon so traurig. Wo ist denn Bobby? Ich sehe ihn gar nicht. Olivia? Muss dir etwas sagen. Moment, hat er... Es gab einen lauten Knall. Und jetzt ist der Fels weg. Nein, nein! Das darf nicht sein! Bobby! Oh, aber... Oh Gott, und die Musik ist jetzt auch so... Hä, aber das können die... Nein, 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 das ist ein Kinderspiel, Leute. Das ist ein Kinderspiel, die können nicht einfach einen Kompagnon töten. Nein. Können sie halt wirklich nicht. Dem geht's auch gut. Ich glaube noch nicht dran. Zügige Zeche. So, wir sind auf jeden Fall jetzt in dem Ding hier drin. Das erinnert mich hier an einen Pokémon. Pokémon. Das neue auch für die Switch. Hallo, bist du ein Guter? Ja, du bist ein Guter. Da gab's auch so einen Schacht. Und alle Schächte erinnern mich jetzt an Pokémon, dass das schon mal klar ist. Na sowas, danke auch. Wir haben sonst nicht viele Besucher bei uns in der zugigen Zeche. Aber du bist nicht mal der erste Besucher heute. Gerade eben ist ja ein weinender Reisenbörde vorbeigebrummt. Bei dir? Okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Danke, lieber Maul. Ich glaube, die heißen Mauls. Stimmt, ja klar. Im Wüstengebiet müssen natürlich die Mauls leben. Das war früher auch schon so. Da haben wir eine Tür. Die chillen hier einfach alle rum. Hi, hast du eine Olivia gesehen? Etwa, weiß ich nicht, 30 cm groß? Origami geknickt? Was willst du denn? Ich hab Pause. Okay. So, ist das hier Holz oder ist das Stein? Der weiß anscheinend gar nichts. Olivia, wo bist du? Bobby ist garantiert nicht tot. Chill doch mal, wir finden den schon wieder. Habt ihr Olivia gesehen? Wenn Bowser sagt, wir sollen nach glänzendem Zeug graben, graben wir eben nach glänzendem Zeug. Wo steckt eigentlich Bowser? Sieht ihm gar nicht ähnlich, nicht mal zwischendurch vorbeigetrappelt zu kommen. Tja, der ist auch zusammengeknickelt. Stimmt, wo ist der eigentlich? Der ist am Anfang irgendwie weggetragen worden und seitdem haben wir den auch nicht wieder gesehen. Hallo? Oh, steckst du fest? Ich helfe dir. Jupp. Na? Was soll das denn? Ich bin hier am Graben. Oh, sorry. Einfach mal von der Arbeit abhalten. Wie so ein richtiger Stromberg hier. Guck mal, aber wenn ich das hier schon wieder sehe, dass da ein Stein ist, der porös ist, dann glaube ich doch, dass man Bob Omb hier wiederbekommt, damit er das explodieren lassen kann. Der hat jetzt einfach nur seine Fähigkeit wiedergefunden, dass er sich explodieren lassen kann. Okay, doch nicht. Verdammt. In Paper Mario 64, ja? Da hatte man auch einen Bob Omb als Kumpel. Und da war es quasi an der Tagesordnung, den dann dauernd explodieren zu lassen und der war nicht sofort tot. Warum sollte das hier jetzt anders sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Ey, die wichtige Box! Oh nein, alles erinnert mich an Bobby. Nein, wieso? Warte mal, guck mal, das da sieht doch auch so aus, als wenn da noch irgendwas versteckt wäre bei dem Ding hier. Ja, tatsächlich! Na gut, 100 Münzen ist jetzt nicht das Krasseste, aber 100 Münzen haben oder nicht haben, ich sag haben. Ein bisschen erinnert mich das jetzt auch wieder an Zelda, an das Grunendorf. Ja, ich glaube, so hießen die. Ähnlich ist das hier auch gerade. Oh, du hast es geschafft. Du hast die Breakdance-Grotte gefunden. Nicht Spaß. Das hier ist einfach nur eine Toilette. Und meine Zappeligkeit ist eine gewisse Dringlichkeit geschuldet. Oh nee, das Klo. Oh, lol, sorry. Geh du ruhig aufs Klo. Na, hast du das Bienenmädchen zum Wein gebracht? Sowas können wir hier gar nicht leiden. Nein, jetzt schlagen die mich hier gleich alle doch, oder was? Oh Gott, ich muss schnell flüchten. Sonst hauen die mich noch alle kaputt. Olivia, wo bist du? Oh, ein Shop, endlich ein Shop. Aber leider nur mit Glitzer-Stuff. Hm, interessiert an Glitzerkram? Ich hab da so einiges. Ah, nee, Glitzerkram ist doof. Hast du vielleicht noch irgendwas Interessantes? Ah, edel, exquisit und extra günstig. Hier gibt's das beste Zubehör.
Eine Silberzeit plus, das ist besser als unsere Silberzeit, als unsere Bronzezeit. Nehme ich. 5000, oh, doch, ganz schön teuer so. Oh, guck mal, diese Glocke kostet einfach 8000. Aber eine Schatzglocke, die haben wir noch gar nicht. Also das ist nicht nur eine Verbesserung, sondern der zeigt uns das an, wo Schätze sind, anscheinend. Tja, dann sind wir jetzt ausverkauft. Bis zum nächsten Mal. Genau, wir können jetzt hier die Zeit upgraden. Aber man kann nur eine Glocke zur Zeit haben, oder wie? Das ist jetzt belastend. Man kann entweder sagen, ich möchte Toads finden oder ich möchte Schätze finden. Ich glaube, ich bleibe dann bei den Toads tatsächlich. Toads sind mir angenehmer als blöde Schätze. Haben wir hier noch? Hallo? Oh, ich habe dich befreit. Du schuldest mir was. Ich bin in diesen Stein gekrochen, um ein Nickerchen zu machen, vor 3 Jahren. Danke fürs Wecken, hier für dich. Ja, geil, oh, ich krieg hier mein Geld. Also okay, die sammeln hier alle Schätze und so. Waren wir da unten schon drin? Fuck, ich glaube nicht. Okay, dann müssen wir nochmal kurz hier unten reingucken. Und hier ist auch noch irgendwas. Okay, man muss ja wirklich auf alles Mögliche achten. Ein Schätzchen. Na, du Schätzelchen, bist du ein kleiner Klebeball? Ein Riesenfelsbrocken. Ist das der Felsbrocken, mit dem Olivia platt gemacht worden ist? Weswegen Bobby gestorben ist? Alle Schätze hier erinnern einfach an Bobby, das ist doch kacke. Ja, beim Yoga gilt das wie bei der Arbeit, immer tief und nach unten. Was? Was? Nochmal. Beim Yoga gilt das immer wie bei der Arbeit, immer tief und... Ach so, ah, weil die natürlich am Rumgraben sind. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwas mit in den Arsch kriechen oder sowas. Aber nein, das meine ich gar nicht. Ja, pass nur auf, eines Jahres komme ich bis an meine Zehenspitzen. Aber das schaffe ich auch nicht. Ich bin so ungelenkig, was das angeht. Hey, kommst du von oben? Mein Bruder hatte keine Lust mehr auf Graben, also ist er an die Oberfläche gezogen. Er verkauft anscheinend Zeug am Straßenrand. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass er muffelt. Und dass ich ihn lieb habe. Ah, Bruderliebe, Bruderliebe. Man weiß nie, was man findet, wenn man mit dem Graben anfängt. Das mag ich so daran. Money! 1000! Oh, jetzt sind wir Witch-Bitch. Und da müsste ja jetzt theoretisch die Olivia drinne sein, weil das ist die letzte Tür, die wir hier in diesem Gebiet haben. Also, ach Olivia, alles gut. Ich glaube, der lebt noch. Also, wir können nicht sicher sein, dass er tot ist, Olivia. Wir können uns nicht hundertprozentig sicher sein. Und solange wir uns nicht sicher sind, sollten wir vom Besten ausgehen, ja? Und nicht vom Schlimmsten. Sei mal ein bisschen positiv. Bobby hat sich für mich geopfert. Ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist. Wie konnte er das tun? Ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Wieso hat er uns allein gelassen, Mario? Wieso? Er ist weg. Einfach so. Ich bin so traurig. Ich mag nicht mehr weitergehen. Okay, auf Olivia können wir nicht zählen. Olivia, ich werde dir beweisen, dass er noch lebt, hoffentlich. Oh, wo sind denn alle hin? Ah, da sind sie. Leute? Au, Jackpot, Junge. Draußen ist ein riesiger Felsen explodiert. Wir haben die ganzen Bruchstücke eingesammelt. Und schau mal, ob was Hübsches Glänzendes für Bowser dabei ist. Ich weiß nicht, was einem so riesigen Felsen explodieren lassen könnte, aber es ist mir auch egal. Mit etwas Glück können wir uns wochenlang ums Pudel drücken. Was los, Bruder? Bye, bye. Guck, er lebt nämlich noch. Okay, das sieht jetzt nicht sehr lebendig aus. Damn, er ist wirklich gestorben einfach? Und seine Seele ist jetzt einfach in dem Felsen drin, den er explodieren lassen hat? Hör mir mal zu, Olivia macht diese ganze Sache wirklich schwer zu schaffen. Aber, naja, wie soll ich sagen? Wenn sie sich nicht zusammenreißt, dann war alles, was ich getan habe, quasi umsonst. Aber wenn irgendwer sie aufmuntern kann, dann du, Onkel M. Ich meine, du bist schließlich Onkel M. Überleg mal, was würde sie zum Lächeln bringen? Lachen ist die beste Medizin, heißt es ja. Vielleicht kannst du sie zum Lachen bringen. Okay, I know what I have to do, Bobby. Toll. Aber, als ob... Ich kann das gar nicht glauben, dass sie ihn wirklich umgebracht haben. Also so halb, weil man sieht ihn ja jetzt noch. Oder seine Seele oder so. Aber irgendwie ist er schon tot. Das ist für dich heftig. Aber ich weiß, was ich tun muss. Olivia, ich weiß, es ist schwer, aber Bobby bleibt in unseren Herzen und ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann. Ich weiß auch, wie du diese Maske magst. Ich weiß, es ist keine Zeit, um wirklich Dummheiten zu machen und Blödsinn, aber auch in schweren Zeiten darf man glücklich sein, Olivia. Oh, das ist nicht fair, Mario. Hör auf, mich damit zum Lachen zu bringen zu wollen. Aber es sieht einfach zu schräg aus. Ah, danke, dass du so lieb bist.
fühle mich gleich wirklich viel besser. Ich kann dir nicht einfach Trübsal blasen. Bobby hätte das auch nicht gewollt. Lass uns einfach weitermachen. Wir müssen meinen Bruder unbedingt aufhalten. Danke nochmal, Mario. Und schon mal danke für all deine zukünftigen Heldentaten. So, dann sehen wir mal zu, dass wir die gelbe Luftschlange aufstöbern. Aber zuerst musst du diese lächerliche Ding abnehmen, sonst kann ich nicht ernst bleiben. Schön, dass du wieder die Alte bist, Olivia. Weißt du was? Wir besuchen jetzt nochmal Bobby, damit du auch siehst, dass es dem eigentlich gut geht. Und Bobby ist weg. Das ist belastend. Spürst du das auch? Mir kräuseln sich die Nackenfalten. Ich fange irgendwie Bobby-ähnliche Schwingungen auf. Bist du ein Medium? Ach, das will ich mir bestimmt nur ein, oder? Wir haben nur noch unsere Erinnerung, aber das reicht. Wir tun das hier für dich, Bobby. Nee, guck, hier. Olivia? Was ist los, Mario? Gehen wir. Aber Bobby war eben noch hier. Ich schwöre, Bobby war hier. Olivia, du musst mir glauben, Bobby war hier. Na gut. Also ich habe so das Gefühl, Bobby wird garantiert nochmal irgendwann auftauchen, eventuell. Ich vermisse Bobby jetzt schon. Bobby war so ein toller Typ, wie er immer angegriffen hat und hingefallen ist und so und geschlafen hat. Oh, sein Schlafen. Ich vermisse sein Schnarchen und Schlafen und so. Jetzt habe ich gar keinen Kompagnon mehr, der mit mir angreift. Doof das. Finde ich immer noch heftig, dass Nintendo sowas macht. Na gut, aber Abenteuer muss weitergehen. Wir müssen Olli aufhalten und von nichts kommt nichts. Kleiner Toad, was machen Sie unter diesem Stiefel? Puh, danke, Kumpel. Das war eine ganz schöne Bredouille, das kann ich dir sagen. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Und das wirst du auch sehen, wenn ich dir zeige, was ich heute im Angebot habe. Nämlich die Stieflimousine 2020. Die hat eine Leistung von 150 Yoshis und die Höchstgeschwindigkeit eines Goldpilzes. Dann kommst du durch die Wüste wie ein Kugelwilli. Eine kostenlose Testfahrt bekommst du natürlich. Hier, der Schlüssel ist für dich. Aber bedenke, dass es nur in der Wüste funktioniert. Geil, ey, wir kriegen unser Gefährt hier. Das Beste, wie man sein Kummer beseitigen kann, ist mit einer richtig geilen Autofahrt hier. Mit richtig krasser Musik. Oh, das sieht doch aus. Steht dir gut, der Wagen? Ich bin mir sicher, dass du ein exzellenter Fahrer bist, aber aus rechtlichen Gründen. Was rechtliche Gründe? Ich habe einen guten Freund verloren. Ich muss jetzt hier ein bisschen rumrasen. Oh, shit. Ich hätte den locker auch wegdudeln können, wenn ich einfach den Turbo angelassen hätte. Der ist in einem Schuh drin. Wieso ist der Gumba in einem Schuh drin? Mr. Gumba, bitte kommen Sie aus diesem Schuh raus. Was machen Sie da drin? Und vor allem, wieso verstecken Sie sich da drin? Was hat... Hatte der Schuh jetzt irgendeine Auswirkung? Kriege ich den geschenkt? Hätte er irgendeine krasse Attacke gemacht? No one knows. Okay. Oh, ja, tatsächlich. Man kriegt die Color-Schuhe. Ich glaube, die sind jetzt von diesem Gumba. Turbo-Modus. Ich weiß nicht, wie ich den Turbo aktiviere. Was ist jetzt ZR? Das da. Das da ist ein Toad. Hallo, kleiner Toad. Zu was haben die mich zusammengefaltet? Zu einer Schaufel oder einem Spaten? Ich muss es wissen! Ist das nicht dasselbe? I don't know. Die Musik! Viel zu krass, wenn man da drin ist. Oh mein Gott. Ja, ich mag's. Und jetzt sind wir garantiert in der Wüste, wenn wir hier raus... Oh, sorry, kleiner Toad. Wenn wir hier rausgehen. Das ist also die Wüste? Hier ist es ja so kalt und dunkel. Wo ist denn die Hitze? Ich dachte, die Sonne würde auf uns runterbrennen. Ach, ja, also in der Nacht ja nicht in der Wüste. Ich finde das gut, dass hier immer mehr Fahrzeuge reinkommen. Zuerst das Boot. Oh Mann. Jetzt dieses komische Gefährt. Große Sandpapierwüste. Und die gelbe Luftschlange geht direkt in diesen Turm da, in diesen Pilzturm. Diese Dunkelheit ist ziemlich merkwürdig, oder? Hä, Moment mal, was ist denn mit der Sonne? Hä? Das kann doch nicht sein! Jemand hat die Sonne geklaut! Wie kann das denn überhaupt passieren? Man kann doch nicht einfach aus dem Himmel irgendwas klauen! Naja, hoffentlich ist das nicht schlimm. Wir sollten uns erstmal um die Luftschlange kümmern. Na, wenn du das sagst. Aber ich würde sagen, die Wüste machen wir dann beim nächsten Mal. Dann ist diese Folge ziemlich traurig, weil wir Bobby verloren haben. Aber im Herzen lebt er weiter, nicht wahr? Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Wüste an. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, dass ihr nächstes Mal seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.